Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen XXL-Projekt. Ich glaube, das Ganze ist gar keine gute Idee, jetzt wo das alte XXL-Silage-Projekt noch läuft, direkt ein neues anzufangen. Das alte Projekt würde auf jeden Fall weiterlaufen. Aber gut, wir machen es trotzdem und fangen hier einfach Neues an. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Das liegt daran, dass diese Welt einfach komplett leer ist und nur mit Gras drauf. Das sind keine Felder, das ist einfach normales Gras. Und wenn man mal guckt, hier die ganzen Parzellen gehören alle mir, bis auf die beiden, die habe ich vergessen. Geld habe ich mir nämlich auch mal ein bisschen besorgt hier, ne? 11,9 Millionen. Aber ihr werdet staunen, wie schnell das Geld weg ist. Wenn man sich nur ein paar Mähdrescher kauft, ist das Geld schon fast wieder weg. Von daher. Ja, wie gesagt, das Problem ist, dass wir hier halt keine Felder haben. Nur hier sind zwei kleine Felder. Und hier sind so ein paar kleine Maschinen, die man vom Anfang an halt hatte. Aber das sind nur so kleine Dinger, die können wir eigentlich direkt wieder verkaufen. Aber noch stören sie ja keinen. Und wir müssen halt das ganze Ding hier zum Feld machen. Die ganze Welt soll ein Feld sein. Und dann werden wir darauf eine Sache anpflanzen. Was das sein wird, weiß ich nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr vorschlagen würdet. Irgendein Getreide. Oder Rüben. Oder, ja, was für ein Getreide. Denn, ja, mit so einem Mähdrescher so ein ganzes riesen, Feld kann man es eigentlich nicht nennen. Das ist ja eigentlich eine ganze Welt. Ja, wir ernten einfach die ganze Welt mit einem Mähdrescher. Ja, moin. Ja, das würde auf jeden Fall extrem lange dauern. Wie gesagt, wir müssen das ganze Feld hier erstmal, zum Feld machen. Indem wir halt mit einem Pflug drüber fahren. Das ist aber ein Grubber. Das liegt daran, dass ich einen Mod habe, der macht, dass man auch mit einem Pflug, Grubber pflügen kann. Das ist praktisch, weil der halt einfach eine viel größere Spannweite hat. Sparen wir uns einen Haufen Zeit. Und falls es jemand nicht gemerkt haben sollte, ich habe jetzt ein Lenkrad angeschlossen. Das heißt, ich kann jetzt hier vernünftig lenken. Gucken wir jetzt mal, wo wir anfangen, hier das Feld zu erstellen. Das wird nämlich extremst lange dauern. Wie ich das schaffen soll, weiß ich auch nicht. Denn Curseplay erkennt ja nur Felder, aber hier ist kein Feld. Und wenn ich jetzt einzelne Wegpunkte da setze, dann, naja. Ich mache erstmal so und gucke dann, was bei rauskommt. Felder erstellen zulassen einmal natürlich. Zack. So. Ich weiß gar nicht, ob man es vorhin gesehen hat. Ich habe mir nämlich neben diesem Scheiß hier, der von Anfang an schon da war, noch so ein Lambo hier gegönnt. Der kann so ein bisschen heizen. Da kann ich euch mal schnell zeigen, wie groß die Welt hier eigentlich ist. Ja, die Beschleunigung ist ein bisschen übertrieben. Aber gut, für so eine große Welt dachte ich, braucht man auch ein schnelles Auto. So, einmal Vollgas. 150, 160, 170. Und man sieht, die Welt ist extrem riesig. Und hier ist erst die Welt zu Ende, wie man sieht. Und wir sind dann noch nicht mal vom Anfang losgefahren. Wenn wir jetzt nochmal auf die ganz andere Seite wollen, zu unserer Grubbermaschine, dann fahren wir jetzt nochmal eine Runde mit 300 durch die Gegend. Also die Welt ist schon wirklich extrem groß, deswegen bezweifle ich immer noch, dass das eine gute Idee war. Aber gut. Was will man machen? ...290 und 300. Da sieht man wieder das Weltende. Und hier ist unsere Grubbermaschine, die wir da gerade abgestellt haben. So. Ja, genau. Und hiermit müssen wir dann jetzt irgendwie die ganze Welt hier, ja, grubbern, pflügen, je nachdem. Denn eigentlich ist das ja jetzt ein Pflug, wegen diesem Mod. Aber ist eigentlich auch wurscht. Am Rand habe ich gedacht, lassen wir ein bisschen Platz, damit wir da vorbeifahren können. Mit dem Mähdrescher oder mit dem Ladewagen. Denn sonst fahren wir immer durch unser eigenes Feld. Das wäre natürlich auch ein bisschen doof. Deswegen einmal aufklappen das Ding und dann gucken wir mal, wie viel Platz wir lassen. Ich kann hier noch einmal im Kreis fahren.
Ja, ich würde sagen, so stehen wir ganz gut. Dann orientiere ich mich hier unten links an der Gradzahl, wo wir gerade stehen, also 270 Grad. Haben wir gerade, also wir stehen hier gerade im Winkel von 270 Grad. Das heißt, wir müssten genau parallel zum Weltende fahren. Das wird dann hoffentlich ziemlich genau. Und dann, ja, ist die Frage, wie funktioniert das Ganze hier? Einmal natürlich müssen wir jetzt den Grubber senken. Das ist L2. So. Okay, jetzt ist er gesenkt. Sieht man das jetzt schon? Ah ja, Tatsache. Hier. Krass. Dann bin ich mal gespannt, wie lange das Ganze dauern wird. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Let's go. Sieht tatsächlich so aus, als hätten wir ganz gut getroffen mit der Entfernung. Sieht sogar sehr gut aus. Und dann haben wir die erste Runde fertig. Die weiteren Runden werden natürlich immer kleiner. Das ist ja klar. Aber das heißt nicht, dass es keine Arbeit mehr ist. So, jetzt machen wir das Ding mal aus hier. Einmal zuklappen das Ding. Boah, wie dreckig das jetzt ist hier. Nur von einer Runde. Nur, ne, eine Runde. Also Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Nochmal die Statistiken kurz. Ja gut, 19,69 Hektar. Also man könnte fast sagen, 20 Hektar. Nur dieses kleine Ding. Dieser kleine Rahmen. Wie viel Hektar sind denn dann das ganze Feld? Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schätzen, aber nicht nachgucken. Sonst ist es ja geschummelt. Dann würde ich sagen, war es das auch schon mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat und du mehr XXL-Projekte sehen willst, lass gerne einen Daumen nach oben da. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Dann bis zum nächsten Video und ciao!